Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe so Muskelkater. Ich habe die letzten 2 Tage Sport gemacht. Und zwar das erste Mal wieder seit der Geburt. Nach dem Kaiserschnitt darf man ungefähr nach 4 Monaten wieder Sport machen, also richtigen Sport. Und zwar habe ich einmal Yoga gemacht. Das war echt sehr, sehr gut, auch sehr anstrengend. Ich glaube, ich habe mich im Leben noch nie so krass gestretcht. Und danach habe ich mit Juli ganz normales Personal Training gemacht. Also verschiedene Übungen, hauptsächlich Beinübungen haben wir gemacht, aber auch so ein bisschen Ausdauer und Kondition. Und an sich war es richtig, richtig gut. Ich muss sagen, dafür, dass ich so lange keinen Sport mehr gemacht habe, habe ich sehr, sehr gut durchgehalten. Aber heute habe ich natürlich dementsprechend Muskelkater und boah, shit. Mein Make-up ist leer, übrigens. Also man kann es nicht mehr richtig lesen, aber ich kann es sehr, sehr empfehlen von Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Das ist wirklich meine Lieblingsfoundation. Also um jetzt mal beides zu vergleichen, finde Yoga mega cool. Aber ich muss sagen, ich bin einfach so ein Typ Yoga. Zum Beispiel, das kann ich nicht alleine machen. Ich finde es am besten, wenn ich das mit einer Yogalehrerin mache, die da halt einfach Erfahrung hat, weil ich habe selber keinen Plan, was ich da mache. Und die kann dann auch so ein bisschen schauen, dass ich diese Bewegungen richtig ausführe. Deswegen muss ich sagen, bin ich schon mehr ein Fan von wirklich so einer Yoga-Stunde. Mein Personal Training eigentlich genauso. Obwohl ich sagen muss, so ein Training zu Hause könnte ich eher noch machen, also mit einem Video zum Beispiel, weil ich mache oft von Pamela Reif diese Trainingseinheiten. Ich muss sagen, das kann man schon gut alleine machen. Mein Personal Trainer ist natürlich noch mal was anderes, weil er so wirklich dich motiviert und man dadurch auch nicht so schnell aufgibt. Ich mache mir jetzt hier auf jeden Fall fertig, denn wir gehen zusammen frühstücken. Halt mit Juli und den Kindern. Und ja, ich mache mir so ein ganz leichtes Make-up. Ganz leichtes vor allem. Bei mir ist es immer so, ich mache nur ein ganz leichtes Make-up und dann so Full Face. So, eigentlich hätte ich einfach nur Concealer auftragen können und das war's. Aber bei mir muss dann immer das ganze Programm mit. Also ich muss dann immer Blush noch auftragen. Also ohne Blush geht gar nicht, ohne Bronzer auch nicht. Ich finde, es macht sehr, sehr viel aus. Muss sagen, die Foundation ist jetzt nicht so notwendig, aber Blush und Bronzer sieht halt auf einer Foundation besser aus. Also auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich richtig gemerkt, auch dass mein Körper einfach schwächer geworden ist. Vor allem im Bauchbereich, also obviously, mir wurden die Bauchmuskeln durchtrennt, aber so beim Sport, also irgendwie ist es trotzdem faszinierend, weil ich habe jetzt gerade auch einen Bauchmuskelkater und irgendwie finde ich faszinierend, dass, obwohl ich eine Bauch-OP hatte, dass es danach wieder zusammenwächst und dann kann man einfach wieder normal trainieren. So. Irgendwie finde ich das so surreal. Ich meine Augenbrauen schon gemacht? Nee. Heute besuchen wir meine kleinen Schwestern und ihre Katzen. Die haben ja Babykatzen bekommen. Das machen wir heute endlich. Die waren ja letztes Mal krank. Deswegen dachte ich, nehme ich euch da mit. So, ich bin jetzt ready. Fahre jetzt gleich los. Und zwar gehen wir erstmal, beziehungsweise hat Juli erstmal einen Termin. Und nach dem Termin gehen wir dann zusammen frühstücken. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Es ist immer noch voll dunkel, aber egal. Boah, bei mir ist es immer so unordentlich im Background. Jedes Mal denke ich mir, ihr denkt bestimmt, boah, kann ihr das mal aufräumen? Aber ich schwöre, also gefühlt räume ich ständig auf. Und mich nervt es voll, weil irgendwie so, also mich nervt dreckiges Geschirr. Oder generell Geschirr verwenden. Das ist so ein endloser Kreislauf. So, ich mache hier alles sauber, räume das ganze Geschirr ein und dann 1 Minute später macht sich Eliana ein Brot oder mach ich mir einen Kaffee und ich denke mir so, toll, das muss ich jetzt wieder spülen. So, das war mein voll dumm eigentlich. Aber mich nervt irgendwie dreckiges Geschirr. Ich habe mich jetzt die letzten 2 Tage die ganze Zeit schon beschwert, gell?
Aber das ist so dumm, weil das ist einfach, das, also geht ihr schon. Ja, also geht ihr schon. So, Kaya, wir gehen jetzt ins Auto. Ja. Ich will dich schon mal mental drauf vorbereiten, okay? Es ist nicht so schlimm. Autofahren ist cool. Nicht so schlimm. Alles gut. Alles gut. Zu Kirchwo zu fahren? Ja, ich habe gesagt, das kann sie mit dir machen. Und du warst draußen? Ja. Okay. Einmal sein. Wir sind jetzt halt hier frühstücken, haben jetzt auch schon unser Essen bekommen. Ich habe hier einmal Eggs Benedict, aber mit Rührei. Was hast du, Eliana? Wir waren jetzt zusammen frühstücken und haben noch Blumen geholt für Juliane morgen. Sie hat nämlich, also sie feiert morgen ihr Geburtstag. Eliana geht jetzt gleich Tretboot fahren. Ich bin jetzt mit Kaya hier und da hinten sind sie mit Tretboot fahren. Da sind sie gerade unter der Brücke. So krass eigentlich, wir wohnen jetzt schon seit über 10 Jahren hier und wir sind noch nie mit diesem Tretboot gefahren. Also ich bin zumindest noch nie mit dem Tretboot gefahren. Weil irgendwie sowas macht man in der eigenen Stadt nicht. Wir haben zum Beispiel mal am Flughafen haben wir so eine Familie kennengelernt und wir haben die gefragt, ja, wo geht's für euch hin und so. Und dann meinten die, ja, die machen Urlaub. Also die sind quasi mit uns von Kopenhagen nach Stuttgart geflogen und ich dachte so, ah krass, machen die in Stuttgart Urlaub. Und dann haben wir gefragt, ja, woher kommt ihr? Die kamen aus Argentinien, Buenos Aires. Und die meinten, ja, die besuchen den Schwarzwald und wir meinten dann, krass eigentlich, also wir wohnen mitten im Schwarzwald und wir wohnen mitten im Schwarzwald und wir sind nie so, dass wir, also wir appreciaten das gar nicht, dass wir halt im Schwarzwald wohnen und gehen auch selten irgendwie wandern oder machen die ganzen Attraktionen, sage ich jetzt mal, die man in unserer Stadt machen kann. Weil da ist es nämlich zum Beispiel auch so, man kann nämlich auch so Ziplinen über dem Schwarzwald oder zum Beispiel in Bad Wippert gibt es einen Baumwipfelpfad. Baumwipfelpfad, ja, das haben wir jetzt auch schon öfter gemacht, mit, wenn wir irgendwie Besuch da hatten oder so. Aber so in der eigenen Stadt macht man meistens diese Touri-Sachen nicht. Obwohl das ja eigentlich voll cool ist. So, ich habe noch nie dieses Zipline über den Schwarzwald, habe ich noch nie gemacht. Aber ja, ich fand es halt auf jeden Fall mega komisch, dass wir so Leute kennengelernt haben, die halt in unserer Stadt Urlaub machen. Das ist so krass. Für Leute, die jetzt in Berlin oder Köln oder sowas wohnen, okay, aber wir wohnen in einem Kaff. Also es gibt, also man denkt halt, das ist halt nichts Besonderes so. Kuckuck! Ja, hi! Yay, yay. Wartest du hier? Wartest du? Deine Schwester? Und die haben uns dann auch gefragt, und was könnt ihr so empfehlen? Wir waren so richtig kein Plan. Wir dachten uns halt, ja, was kann man denn bei uns sehen? Aber man denkt halt dann gar nicht dran. Für die ist es ja was ganz Neues. Also die kommen aus Argentinien, Buenos Aires. Bei denen gibt es das ja alles nicht, was es bei uns gibt. Also für die ist es ja was Besonderes, dann halt im Schwarzwald wandern zu gehen oder so. Bei uns machen wir halt keinen Urlaub, deswegen, wir kennen uns hier nicht aus. Aber wir können gute Cafés und Restaurants empfehlen. Das war's dann auch. Wir sind gerade einkaufen. Es ist gerade richtig Witziges passiert. Und zwar hat mich eine angesprochen und hat gesagt, sind Sie, und ich wollte schon Ja sagen, weil ich dachte, sind Sie Anna Maria Damm? Aber sie meinte, sind Sie die Ärztin? Ich war so, nee. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Wir sind wieder zurück zu Hause. Wir waren jetzt noch kurz beim Hausmann und haben dann noch ein Spielzeug geholt für Sophia. Das Ding ist halt, wenn man ein Kind hat, das Kind kriegt meistens auch immer ein Geburtstagsgeschenk, also ein Geschenk, wenn man Geburtstag hat. Also das ist für Sophia und das ist für
Und das ist für Juliane. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Juliane da reingeschrieben hat. Also erstmal, wir haben eine richtig schöne Karte gefunden. Schau mal, wie schön die Karte aussieht. Und hier steht eigentlich schon so viel drauf auf der Karte. Man braucht eigentlich nichts mehr reinschreiben. Ah ja, guck mal. Das hat Juliane reingeschrieben. Mamam und Juliane. Und keine Ahnung, was das hier ist. Genau, ich mache jetzt spätes Mittagessen. Und zwar gab es in unserer HelloFresh-Box Pide. Genau, bin mal gespannt, wie das schmeckt. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Wir hatten das bisher tatsächlich auch noch nicht. Und ja, deswegen fange ich mal an. Und das kommt jetzt in den Ofen. Das ist das fertige Gericht. Also ich muss sagen, es könnte auch von der Dönerbude sein, oder? Und wie schmeckt's? Gut. Was machst du für eine Frisur? Flechten. So sehen Elsa-Frisuren aus. Machst du eine Elsa-Frisur? Mhm. Hallo. Hallo. Aber man kann sie schon streicheln, oder? Ja. Willst du die tragen, Juliane? Nee. Sicher? Nee. Kann ich Füße? Oh mein Gott, die lieben Füße. Ja. Die attackieren immer unsere Füße. Das sind Geschwister, gell? Mhm. Komm, zeigt mal eure Zimmer. Sind die ordentlich? Warte, wer will zuerst? Kleine Roomtour. Wow. Ich bin gerade eben zu Hause angekommen. Ja, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ja, eigentlich nicht. Relativ ordentlich sogar. Und wer ist das? Lana Del Rey. Wie heißen die nochmal? Wie heißen die zwei? Warte. Kiko und Chippy, aber mit Chippy sind wir noch nicht so. Kiko und Chippy. Ja, aber Kiko bleibt. Wir wissen noch nicht. Bei Chippy seid ihr noch unsicher? Ja. Ja, jetzt müsst ihr es schon durchziehen. Ja. Chippy! Wer ist Chippy? Die? Ja. Chippy! Chippy! Aber wo ist die Schminke drin? Warte mal, das sind Junge und Mädchen. Ja. Wir dachten zuerst, bei den Mädchen, aber dann... Weil dann müsst ihr aufpassen, weil sonst machen die Kinder irgendwann. Ja, das sagt mir Angelina jeden Tag. Ja, weil ich weiß gar nicht, ab wann Katzen Kinder kriegen können oder so, ab wann sie halt geschlechtsreif sind. Aber das dauert 4 Monate. Oh. 1 Monat haben wir. Die machen nichts. Ich will ihn mal leben. Die ist sehr leicht. Die ist richtig leicht. Der ist sehr leicht. Ach! Nee, nee, nee. Guck mal, die riechen, glaube ich, Simba an dir. Gestern, als ich nach Hause kam, gell? Die sind direkt weggerannt von mir. Keine Ahnung, wieso. Echt? Die dachten bestimmt so, da ist eine andere Katze bei dir. Ja. Die Katzen riechen das. Komm her. Kiki, nee, was ist das? Chippy was? Mhm. Chippy und? Kiko. Hä, ja, hattet ihr nicht auch mal Lulu oder so? Ah ja, Lulu und Lala. Lulu, die hatten schon alle Namen. Okay. Ah. Kitty.
Sollen wir mal, Elena, hast du schon mal Angelinas Zimmer gesehen? Schon mal gucken. Da. So sieht Angelinas Zimmer aus. Eigentlich ordentlich. Was? Wer ist das? Hey, woher hast du das? Ist es echt signiert von Harry Styles? Das war von einem Konzert. Ach echt? Ach krass. Cool. So. Gute Nacht. Gute Nacht, ich schlafe hier oben. Sehr gut, gibst du mir noch einen guten Nachtkuss? Gute Nacht. So, die Große ist jetzt im Bett und jetzt geht die Kleine auch ins Bett. Ich lege mich mit ihr bei uns ins Bett rein und dann schläft sie eigentlich direkt ein. Also das ist bei ihr echt super easy. Schaut mal, wie schön der aussieht. Ich habe gerade noch einen Kuchen gebacken und zwar ein Zwetschgenstreusel. Morgen gehen wir ja auf Julianes Geburtstagsfeier und sie hatte gefragt, ob ich einen Kuchen backen kann. Ich habe mich diesmal für einen Zwetschgenkuchen entschieden. Ich mache sonst immer Apfelkuchen, aber ich dachte, komm, jetzt mache ich mal was anderes. Ich schwöre, der beste Snack, besser als Chips, besser als Schokolade, besser als irgendwas, Müsli. Ja, der beste Snack am Abend. Ja, auch ungesund. Ja, darum geht's doch gar nicht. Was? Ja, die Süßigkeiten sind auch ungesund. Die Nüsse am Abend sind auch ungesund. Nein, du auch nicht Müsli essen. Hä? Ich esse doch keinen Snack, weil es gesund ist. Wer stimmt mir zu? Also Juli hat jetzt doch ein Kuchenstück probiert. Und? Kann man den essen? Mhm. Wirklich? Ich schwöre, 9,8 von 10. Warum 9,8 von 10, wenn du sagst, der ist richtig, richtig lecker? Weil die Sahne fehlt. Ah, okay. Schon 10 Uhr. Und deswegen sage ich jetzt mal Tschüss für heute. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder.